And this is Minister Gera. How do you do? Dr. Dwyman here is our principal attorney on this very complicated case. Please sit. The looting of her home, the murder of her people. Our decision is non-negotiable. If you don't agree with it, your only option is to pursue the case in court. Come on, Randy, let's go. The woman just coming in the door. Yeah, Elizabeth Guerra, Minister of Culture. With your new friend, Rudolf Ram. Welcome to the Restitution Conference. Willkommen zur Restitutionskonferenz. Wir machen hiermit einen ersten Schritt zur Rückgabe von in unrechtmäßig in Besitz genommenen Kulturgütern. Which opposes restitution to the victims of Nazism, but also another which recognizes the injustices committed against Austria's Jewish... Our decision today is that the portrait of Adela Bloch-Bauer and the other Klimt paintings in question should be returned to her niece. J'ai vraiment, j'ai toujours essayé d'entendre, d'écouter comment est-ce qu'ils parlent les autres roubles. J'ai essayé même de, comment dire, de imiter l'accent, l'argot. Ich denke, wir hätten Niklas nicht drängen dürfen. Die beiden brauchen vielleicht einfach mehr Zeit. Es tut mir so leid, Sophie. Oh, wir kriegen das schon wieder hin, wir alle zusammen, gemeinsam. Ist doch alles nur ihre Boshaftigkeit und ein Missverständnis, oder? Ja. Also ist alles eine Lüge? Du hast es gewusst, dass Sophie Niklas und Lena auseinanderbringen will? Ich wollte, dass unsere Tochter glücklich wird. Ja, aber um welchen Preis? Lena ist von Niklas schwanger. Hättest du das wirklich vor ihm verheimlichen wollen? Sie bekommt das Kind doch nicht. Dafür war doch schon längst gesorgt. Herrgott, nochmal! Mir ist übel. Wenn das Mädchen da oben im Schlafzimmer stirbt, dann hast du aus unserer Tochter eine Mörderin gemacht. Und das kannst du nie wieder gut machen. Katastrophe, gell? Eigentlich, weißt du, bin ich dir nicht ganz unähnlich. Es macht mich immer ganz fertig. Der Moritz behauptet, den Mann, der den Unfall verursacht hat, heute Morgen vor der Schule gesehen zu haben. Ach, das ist doch nicht möglich, oder? Er ist auf freiem Fuß, wenn Sie das meinen. Die Untersuchungen zum Unfallhergang sind noch nicht ganz abgeschlossen. Dann ist das der Grund, warum Sie hier sind? Es gibt Anzeichen dafür, dass Patrick vor seinem Tod in eine Schlägerei verwickelt war. Können Sie sich das vorstellen? Vielleicht. Vor allem, wenn er mit Moritz Ebner unterwegs war. Ja, da sind Raufereien an der Tagesordnung. Und Sie, als Direktorin, Sie schauen da einfach zu? Natürlich nicht. Bitte. Schauen Sie sich das mal an. Das alles haben wir heuer schon abgesammelt. Ja, im Vergleich zum Vorjahr sind es ohnehin nur noch halb so viele Waffen. Ja, aber sollen wir Kontrollen hier im Flughafen einführen? Und was auf den Toiletten oder am Heimweg passiert, das lässt sich beim besten Willen nicht kontrollieren. Was heißt das denn jetzt? Sie sammeln das Zeug einfach ein und das war's dann? Natürlich nicht. Im Fall von Moritz Ebner und Patrick Schober wird schon seit Wochen ernsthaft über einen Schulverweis diskutiert. Aber das lässt sich nicht so einfach durchsetzen. Haben Sie schon mal mit seinen Eltern geredet? Mit Patricks Mutter hat Herr Kahlmann, der Klassenlehrer, vor 2 Wochen ein langes Gespräch gehabt. Der Klassenlehrer? Und dann reden wir jetzt mal mit dem Moritz. Wiedersehen. Wiedersehen. Frau wäre sicherlich irgendwann gekommen. Sophie, du gehst jetzt sofort zurück in den Unterricht. Und morgen erscheinst du mit deinen Eltern bei mir. Ja. Hast du das verstanden? Ja. Wahnsinn. Meine Güte, ich kriege. Das ist unglaublich. Ich habe doch nur Blödsinn gemacht. Das ist nicht sehr geeignet, das zu erzählen.
die und die nur so groß, nur dass ich es weiß. Das kann schon auch sowas haben. Showbiz. Showbiz? Showbiz. Showbusiness. Du bist immer so ein... Warten Sie bitte kurz, ich bin gleich wieder da. Ja. Lotte! 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 Ich habe bei meiner Schwester in Innsbruck übernachtet und bin dann gleich, wie ich angekommen bin, zu Lotte ins Geschäft gefahren. Das war noch geschlossen und da habe ich mir Sorgen gemacht, weil sie sonst um die Zeit schon immer offen hat. Und weil sie gestern so komisch war. Ja, was meinst du mit komisch? Ja, wir haben uns also kurz getroffen und sie war plötzlich völlig durcheinander. Und dann ist sie weggelaufen. Einfach so. Der ist doch bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Ja, aber die Lotte hat nie so recht daran geglaubt. Sie hat immer betont, dass der Herbert ein guter und besonnener Fahrer war und dass da irgendwas anderes gewesen sein muss. Sie hat sogar vermutet, dass man ihn dort in Griechenland umgebracht hat. Ich bin ungefähr hier gestanden. Ja, und die Lotte da. Wir haben über den Auer gesprochen, dass er das Geschäft nebenan bereits übernommen hat. Den Konrad Auer vom Flashpoint in der Hinterstadt. Ja, genau der. Er wollte ja auch Lottes Geschäft kaufen, aber die hat sich standhaft geweigert. Okay. Ja, gut, was ist dann als nächstes passiert? Dann ist die Lotte blass geworden. Sie hat da hinüber gestarrt. Ich habe sie gefragt, was los ist, aber sie war wie versteinert. It's with great pleasure that I announce that Klimt's Adele will be remaining in Austria. This is a victory for the Belvedere Gallery and a victory for the Austrian people. Oh, enough. Switch it off. Thank you.